Jetzt knallt es ganz gewaltig. Denn ausgerechnet Beatrice Egli muss jetzt derbe einstecken. Nach einer dreijährigen Pause lief am 25. Dezember wieder die Helene Fischer Show im ZDF. Schlagersängerin Helene Fischer stellte ein buntes Weihnachtsprogramm auf die Beine, inklusive Bühnensupport verschiedener Künstler. Ihre langjährige Schlagerkollegin Beatrice Egli war auch am Start und musste ordentlich Kritik einstecken. Zum einen erntete sie Spott für ihr Outfit, zum anderen wurde ihr eine Playback-Performance vorgeworfen. Playback-Vorwürfe gegen Helene Fischer und Beatrice Egli. Die Schweizerin performte zusammen mit Gastgeberin Helene den Song Zuhaus. Wie vielen anderen Sängern des Abends wird auch Beatrice Egli vorgeworfen, dass sie Playback singt. Einige Zuschauer sind darüber fassungslos. Auf X heißt es zum Beispiel: Singen die etwa Playback? Das hat Helene doch genauso wenig nötig wie eigentlich Beatrice Egli. Ein anderer Fan schreibt: Finde es schade, dass im deutschen TV immer noch so oft Playback performt wird. Fans spotten über das Outfit von Beatrice Egli. Neben der Playback-Vermutung richteten einige Zuschauer ihren Blick auf etwas ganz anderes, das Outfit von Beatrice Egli. Zu dem Duett mit Helene Fischer trug die ehemalige DSDS-Gewinnerin ein figurbetontes Kleid in Silber. Der Blickfang? Eine XXL-Rüsche auf der rechten Seite. Dazu trug sie pinke High Heels im Barbie-Style. Ein einfacher Zopf rundete den Look ab. Auf X erinnerte Beatrices Look einen Zuschauer an Maite Kelly. Seit wann klaut die Egli die Klamotten von der Maite? Die in der Vergangenheit vom Fernsehpublikum auch schon für ihre Looks verspottet wurde. Eine andere Zuschauerin schrieb, die Schleife an ihrem Kleid tut nix für Beatrice. Und erhielt Zustimmung in Form von Likes für ihre Meinung. Trotz Kritik und Witzeleien im Netz überwiegen die positiven Kommentare der Schlagerfans und die Freude, Beatrice Egli auf der Bühne zu sehen.